Alter, die ist eigentlich oberweit weg. Das ist da ganz hinten, aber durch das Wasser, Wasser überträgt ja Musik, hört man das hier an der ganzen verdammten Küste. Ich kann kein Auge zudrücken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, was für Blitze. Ich habe die ganze Zeit gedacht, von der Bar kommt die Mucke. Falsch gedacht. Ein Kilometer weiter weg ist ein Club. Digga, die hinten nicht. Das heißt, was wir machen wir? Wir gehen feiern. Nimm Marlene mit, wir gehen in den Club. Marlene, du gehst jetzt in den Club das erste Mal. Einfach nur Dreck. Willkommen in Albanien. Oh, ein kleines Kätzchen. Guck mal. Du guckst in die Kamera. Ui. Nein, alles gut, die tut dir nichts, sie spielt. Ah, der Hund vorne. Wie hast du geschlafen, Marlene? Schlecht. Was willst du? Was? Nein, guck mal, die faucht schon. Warte, ich lock sie weg. Leute. War das eine Nacht? Real Talk jetzt. 3 Stunden, wenn es hochkommt, habe ich geschlafen. Da hinten war voll die Party, ihr habt es ja gesehen. Aber zum Glück kam irgendwann mal so um 3 Uhr morgens, 3:30 Gewitter. Und die mussten aufhören. Trotzdem habe ich kein Auge zugedrückt. Warum? Weil Dreck. Aber egal, jetzt geht's weiter. Wir machen gleich die Routenplanung. Bevor wir die Routenplanung machen, trinken wir erstmal Kaffee und dann geht's weiter. Ciao! Tschüss. Zum zweiten Mal. Ja. Aber alle guten Dinge sind 3. Verfolgen wir uns jetzt safe bis nach Thessaloniki. Okay, wir machen jetzt Routenplanung. Also wir sind jetzt hier. Ja. Nee, wir sind nicht da. Wir sind schon weitergefahren. Wir sind jetzt hier. Finger weg. Hier bei Schokorocker. Nein, hier sind wir. Ah, da, okay. Okay. Zack. So, wir fahren jetzt nach Thessaloniki. Hier wollen wir hin. Wir müssen so. Aber ich glaube, wir müssen hier irgendwo einen Zwischenstopp machen. Erklärung, warum wir so viel fahren heute, weil das sind 8 Stunden Fahrt. Weil die Zeit knapp ist. Wegen Marlene. Am 5. September hat Marlene wieder Schule und wir müssen schnell in die Türkei. Achso, wir können gleich sagen, wo wir in die Türkei fahren. Wir fahren dann hier irgendwo lang, so, bis nach Mersin. Guck, da schwingt auch Schlüssel. Ja, wegen Hotelzimmer. Mhm. Aber die sehen doch, dass wir ein Dachzelt haben. Sind die blind oder was? Wir schwingen, Bruder, schwingen. Ja, schwing. Aber Kamera. Ey, wenn ich, hast du gesehen? Ja, die machen so, wenn sie Kamera sehen. Ja. Wieso? Ah, korrupt. Illegale Machenschaften. Ja, Mafia. Ich habe gestern mit meinem Cousin noch gechattet. Ja, und? Was sagt er? Er hat so ein Buch gelesen über Albanien. Die sind verbunden mit der USA. Ach, deswegen. Deswegen auch die Kennzeichen, ja. New York, mit vielen mit New York. New York, Kalifornien auch. Ja, die dealen halt viel mit Drogen hin und her. Ehrlich? So ist das hier. Drogen, Mafiosis, ja, Machenschaften. Und die haben eigenen Gärtner und so. Krass, ey. Das ist echt hart. In so einem armen Land. Ja, das ist sehr auffällig. Da hat jemand im Lotto gewonnen. Also die haben Villen und davor stehen 2 Boote, Swimmingpool. Das ist noch nichts. Ich habe vorhin. Aber ja. Ja, boah, besser als in Deutschland. Ja, ist so. Es liegt auch sehr viel Müll hier in Albanien. Oh, Autos zum Zerstören. Guckt euch das mal an. Sind alle schon zerstört. Auf jeden Fall, Leute, das ist Tirana, Hauptstadt Albaniens. Falls mich jetzt nichts täuscht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber höchstwahrscheinlich. Ah, das ist. Oh, ich war im Gegenverkehr. Alles gesehen. Ich dachte, es wären 2 Spuren. Oder er fährt im Gegenverkehr. Ah, nee, da kommen noch andere Autos. Gut, dass du mir was sagst. Was soll ich denn sagen? Nee, auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt hier in der Hauptstadt und es sieht sehr einladend aus. Überall liegt Müll. Albanien ist generell verdreckt. Jetzt nichts gegen die Albaner, aber es ist nun mal so. Wir haben auch festgestellt, dass überall auf dem Boden Müll, Plastik. Ich auch schon. Was machst du da? Was? Ich versuche hier eine schmackhafte Dokumentation über Albanien zu machen und du redest mir rein, was du sagst. Hier, Bauarbeiter. Das erste Mal, dass ich in Albanien Bauarbeiter sehe. Boah, was ist das denn? Wohin? Was macht das Navi, euer? Du bist falsch abgefahren. Wie, ich bin falsch abgefahren? Würde ich mal muss sagen. Ich jetzt hier rechts? Entschuldigung. Nee, warte mal, 100 Meter, was soll das? Ey, yo. Ja, du musst da lang. Guck mal hier. Zeig mal bitte, das sieht überall so aus. Ja, was soll man denn machen?
wir fahren jetzt auf die Autobahn, dann machen wir irgendwo eine schmackhafte Drohnenaufnahme, wenn das Wetter wieder stimmt. Und ja, wir sehen uns. Tschüss. Wieder Hochzeit, die 129. Hochzeit. Ja, wir sind jetzt hier in Rugagani Putka. Einfach zwei R's. Eins hat sich ausgereicht. Noch ein Range. Alter, albanisches Kennzeichen, Range Rover. Was geht? Natürlich. Das sah ja nicht aus wie ein Mafiosi. Doch, ich wirklich. Das sah echt krass. Der hat sich mein Kennzeichen gemerkt, hat gesehen, dass ich gefilmt habe. Heute Nacht werden wir nicht überleben. Ich will mir ein bisschen Obst kaufen. Aber von welchem Geld? Warte. Wir haben zwar kein albanisches Geld, aber wir haben noch... Kleingeld? Achso, albanisches Kleingeld. Halt mal kurz. Wir fragen sie, was wir dafür bekommen und dann liegt 5 Euro. Hello. Can we pay with euros? No problem? Oh. Okay, nice. Hauptsache Money. Boah, sieht der Defender von mir nice aus. Für 2 Kaffee. Okay. How much is the coffee? Price? Lek. 300 lek. 300 lek. Was ist 300 lek? Das ist 300 lek. 1 Euro lek. Yes. Mhm. Ja. Aha. Total verarscht. Wieso? So wenig. Das hat niemals 5 Euro gekostet. Ey, Oja, du hast. Schon. Ey, in Deutschland hast du. Ein Kaffee kostet in Deutschland 2 Euro. 300 Lek. Ja, 300 Lek. 100 Lek. Ja, okay. Weiter? 400. Okay. 800 Lek sind doch 5 Euro. Wir sind immer noch in Albanien, keine Ahnung wo. Ich glaube, 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Was willst du damit machen? Müll. Müll? Kannst du einfach hier hinwerfen. Ha, ist doch ganz easy. Macht doch jeder so. Ist doch scheißegal. Oh, hier ist sogar noch eine volle Flasche. Oh ja, was ist das denn? Ist das scheiße? Jetzt können wir endlich Kaffee trinken. Hier hast du deine Fanta. Ah, mein Mückenstich. Die 200 lecker gekostet hat. Lecker Mecke. Bam. Kaffee. Kaffee. Zweimal Kaffee, ein Escafé. Cappuccino. Cappuccino weit. Bam. Und weiter geht's. Bentley, albanisches Kennzeichen. Also, na hör mal. Das war's jetzt aber mit den Kurven hier. Kein Bock mehr. Ich hab Hunger. Hunger.
gezeigt, wie du gepinkelt hast? Nein. Willst du dir jetzt hier Brot machen, oder? Ja, wo denn sonst jetzt? Dann brauchst du wieder 100 Jahre, bis wir oben sind. Ah, okay, dann mach. Ich sehe dich das erste Mal etwas sauber machen. Wow. Das machst du aber schön. Geh mal dahin. Du bist ja lange nicht mehr in der Schule gewesen und so. Wie viel ist 2 mal 2? 4. 6 mal 8? Guck, weiß ich schon nicht mehr. Schau. Nein, ich weiß doch. Ja, okay. 48. 11 mal 11. 11 mal 11 sind 11. Stimmt. Wir nähern uns der griechischen Grenze. Es sind nur noch ein paar Minuten und dann gibt es wieder eine komplett andere Luft. Wir werden dort dann wieder den Riechtest machen müssen. Warst du schon mal in Griechenland? Nö. Thank you. Bye. Grenzübergang Griechenland. Anscheinend muss man da vorne aussteigen. Gar keinen Bock. Du musst, glaube ich, hinten runter machen. Hello. Machst du runter bei Marlene Fenster? Ja, wenn er fragt. Oh nein, Anne, die gucken in die Kofferräume. No, no, I'm not the father. She's the mother. And that's my comment. Yes, yes, we have. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, das ist griechisch. Okay. Thank you, bye. Ich werde euch gleich erklären, was die haben wollen. Wir checken erstmal. Ich will die Kamera nicht in die Hand nehmen. Wir werden die auseinandergenommen. Kann man einfach fahren? Hm, weiß ich nicht. Du musst, glaube ich, stehen bleiben. Du kannst dich einfach, wenn er dich nicht rauslotst, ja, okay. Du musst warten. Ja, okay, okay, okay. Hello. Hello. Where are you from? We are from Germany. Yeah. Germany, civilians. Yeah. Give me the green card. Insurance. Green card. Insurance. Okay. You're from Bosnia and Herzegovina. Card, the passport? Yeah. Give me one passport. Only passport. One. Only one. Which one? I want to see the country. This is Germany? Mm-hmm. Germany. Bosnia. And this is Bosnia. Bosnia, yeah. Okay. Where are you going? First we're going to Thessaloniki. And then? And then to Turkey. To Turkey. Okay, yes. Go. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Oh, wie anstrengend, wie stressig. Ich habe jetzt echt geschwitzt. Wir sind durch. Jetzt sind wir in Griechenland. Der Riechtest. Der Riechtest, der Riechtest. Riecht nach Berge. Aromatisch. Ich muss euch kurz was erklären. Und zwar geht es um dieses Dokument, das wir dabei haben. Sie ist von ihrem Mann seit 7 Jahren geschieden. Oder 8, 9, wie lange? Also seit 2015. Sie hat einen Ex-Mann. Man kann in gewissen Ländern nicht einreisen, wenn man nicht die Vollmacht vom Vater hat. Ja. Könnte ja sein, dass wir das Kind entführen. Genau. Was wir auch machen, wir haben das Dokument gefälscht. Noch 47 Minuten bis Tankaloni. Thessaloniki. Thessaloniki. Wie ist das Ananas? Wir sind in Thessaloniki und Thessaloniki hat 325.000 Einwohner. Die Stadt ist sehr herzlich und offen. Die Häuser sind sehr schön, die sind weiß. Wie ist das Ananas? Thessaloniki! Thessaloniki! Weißt du, wo unser Campingplatz ist? Ja. Direkt am Flughafen, wenn ich die Schnauze voll von dir habe, dass ich direkt den Flug nach Deutschland nehme. Dann Ikea, wenn ich Bock wieder zum Shoppen habe. Ist so. Wir müssen jetzt echt abchecken, ob die hier offen haben. Hallo, ist das offen? Falsche Sprache. Ja, du kannst rein. Ah, okay, nice, nice. Thank you. Einfach falsche Sprache angefangen zu reden. Ich bin so kaputt. Oh, Schwimmbad, Marlene. Mit Schwimmbad. Oh, hier gibt's Dusche, Gott sei Dank. Hello. We would like rest for one day. You must come here. Ah. Okay. You are in the car and I am in the reception. Yes, yes, okay. Come here to tell. Alles klar, sehr sympathisch. Okay. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Vielleicht bleib hier kurz. Ich kenne mich doch nicht hier aus, Junge. Sag doch wenigstens, ob du einen Platz frei hast. Where do you come from? I'm from Germany. German? Yes. And you need a place to stay only for one night? Only for one night, okay. Yes. Can we pay with card? Yes, of course. Okay, nice. Frag nur bitte nach der Dusche. Do you have a shower? Ja, die haben. Okay, Gott sei Dank. Your place is 1, 2, 3 in the corner. Yes, yeah, straight on the left side. Yes, left side. First road is here. Wissen Sie, wo das ist, Herr? Ja, ich weiß, wo das ist. Aber das ist gut. Wir haben jetzt zwar richtig viel bezahlt eigentlich. Wie viel? 25 Euro. 24 Euro. Das darfst du nicht verlieren, das für die, für
Strom. Halt mal kurz, das ist jetzt hier mit diesem Panzer, das ist verdammt schwierig hier reinzukommen. Du musst hier reinfahren und dann rückwärts am besten. Ja. Das ist doch hier voll der Abkack, Alter. Bruder, das ist echt wenig Platz. Irgendwie bewegst du dich kein Stück. Ein Akt hier reinzukommen. Mal schon mal gucken, wie ich hier stehe. Optimal. Gib mal dieses Teil. Mal gucken, welcher Anschluss das ist. Ja, top. Jawohl. Wie kommst du? Oder was ist los? Wieso? Willst du im Auto sitzen bleiben? Was machen wir jetzt? Schlafen? Okay. Ich fühle mich gerade so unsicher. Wollen wir an den Strand kurz? Ja. Und mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden wir uns aus Griechenland. Goodbye. Goodbye. Dreck.